Königin Elisabeth II. Ist wohl der einflussreichste Royal der Welt. Mit ihren inzwischen 70 Jahren Amtszeit ist sie derzeit die älteste amtierende Monarchin. In diesen vielen Jahren hat die Königin von England schon einiges erlebt. Wir werfen einen Blick zurück auf das Leben von Königin Elisabeth II. Am 21. April 1926 kam Königin Elisabeth II. Als Elizabeth Alexandra Mary Windsor in London zur Welt. Sie ist die älteste der zwei Töchter von König George VI. Und der Königsmutter Elisabeth. Anfangs nahm niemand an, dass die kleine Elisabeth einst die Thronfolgerin von England werden könnte. Doch ihr Onkel Eduard VIII. Dankte 1936 überraschend ab, was ihren Vater zum König machte. Als England 1939 im Krieg war, sollten Elisabeth und ihre Schwester Margaret evakuiert werden. Letztendlich blieb jedoch die ganze Familie auch während der Luftangriffe auf Schloss Windsor. 1945 schloss sich Elisabeth der Frauenabteilung des britischen Heeres an und erhielt eine Ausbildung zur LKW-Fahrerin und Mechanikerin. In dieser Zeit lernte sie ihren Ehemann Prinz Philip kennen. 1947 wurde ihre Verlobung öffentlich gemacht, doch ihre Beziehung wurde zunächst mit Skepsis aufgefasst. Philip hatte wenig Vermögen, war im Ausland geboren und seine Schwestern waren mit deutschen Adligen liiert, die Verbindungen zu den Nationalsozialisten hatten. Das war im britischen Königshaus nicht gern gesehen. Dennoch gaben sich die beiden am 20. November 1947 in der Westminster Abbey das Ja-Wort. Fast ein Jahr später brachte Königin Elisabeth auch schon ihr erstes Kind zur Welt, Prinz Charles. Im August 1950 folgte bereits die Geburt von Prinzessin Anne. Nach längerer Krankheit verstarb ihr Vater König George VI. Am 6. Februar 1952, was Elisabeth zur Königin machte, mit gerade einmal 25 Jahren. Niemand hätte damit gerechnet, dass Elisabeth schon so früh auf den Thron folgen würde. Erst über ein Jahr später, am 2. Juni 1953, fand in der Westminster Abbey die Krönung statt. Ein großes Event, denn die Krönungszeremonie wurde im Fernsehen übertragen. So etwas hat es zuvor noch nie gegeben. Es war der Beginn einer modernen Monarchie. Im Februar 1960 erblickte dann Prinz Andrew das Licht der Welt. Ihr letztes Kind, Prinz Edward, wurde im März 1964 geboren. Während ihrer Amtszeit unternahm Königin Elisabeth II. Unzählige Staatsbesuche und Reisen und gilt bis heute als das am weitesten gereiste Staatsoberhaupt überhaupt. Seit ihr Ehemann am 9. April 2021 verstorben ist, zog sie sich auf Schloss Windsor zurück. Prinz Charles nimmt seiner Mutter nun immer mehr Aufgaben ab. Der 6. Februar 2022 markierte einen ganz besonderen Tag. Es handelt sich um das 70-jährige Thronjubiläum der Queen. So lange ist sie schon an der Spitze der britischen Monarchie.